So, willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Ich habe mal so eine Aufnahmepause gemacht, aber jetzt geht's wieder weiter. Ich hoffe, das mit Sound passt jetzt nur alles. Und Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Okay, das war jetzt wieder so Flashback oder so. Boah, die Maßempfindlichkeit ist noch ein bisschen stark. Zu stark. Machen wir mal auf 1,4 oder so. Ich weiß nicht. Ja, besser. Okay. Dann schauen wir doch einmal. Ja, ich wollte nur sagen, ich nehme jetzt nicht im Dunkeln auf, weil... ich hab mir halt... denkt, ich muss jetzt aufnehmen. Ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Okay, also da kommen wir jetzt noch nicht weiter. Genau, ich wollte halt jetzt einfach mal aufnehmen. Und nicht so lang warten. Zocken! Ich schaue schon wieder nicht in die Linse ein. Das ist ein bisschen blöd. Okay, da haben wir nur ein Tor, vielleicht können wir ja da auch sehen. LOL! Okay, was war jetzt das I, LOL? J. Ah, Notizen, glaube ich. Nein. Genau, eine Art organisches Gewege, Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es ausgelöst werden? Ich hoffe doch. Also da kommen wir jetzt auch nicht mehr weiter. Schauen wir uns das Büttel nochmal an. Boah. Könnte natürlich wieder alles... Ah! Was ist das? Öl, ah, sehr schön. Und Viech oder Kakerlaki oder keine Ahnung was das ist. Schwirrt um Banane. Ja, wenn es so nicht weitergeht, mache ich irgendwo anders schon mal weiter. Schauen wir sie doch da oben mal um. Da geht's unten, da haben wir gleich mal eine Türe. Labor. Okay, die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste, er würde den alten Schneider nie wiedersehen. Noch eine einsame Seele mehr in London. Er schien irgendwie passend. Okay. Ist wieder recht dunkel. LOL. Ach, das ist das Geländer etc. Kann ich jetzt da wieder ins B? Oh, ich kenne die Tasten nicht. Okay, ich kann mir seitwärts lehnen. War J. Genau. M. Memories. Oh, peinlich. Escape? Na. Q. Na. Tab. Jetzt so. Alles ist gut. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Ja, bei mir auch grad. Na, schauen wir sie doch da mal um. Was ist denn da los? Ha? Stöhnt da um eine Nana, hey. Schlimm. Ducken? War
Steuerung links, okay. Kannst wieder aufsetzen. Ja, ja, aufstellen natürlich. Ah, da haben wir einen Weg. Oder? Ach na, da haben wir jetzt bloß wieder so Steine in die Wand. Ja, da kommen wir nicht weiter. Ah, ich habe natürlich wieder so eine richtige Gänsehaut. Ein Stuhl brauche ich auch nicht. Und es geht weiter runter. Okay, das ist eine Fackel. Drei haben wir. Ja, mein Gott. Schaut recht leer aus. Was haben wir denn da? Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzien ausgewirkt. Okay. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Weinkeller, wir sind aber jetzt gerade im Labor. Da haben wir jetzt wieder so Öl. Ah, sehr schön. Okay, was haben wir denn da alles? Vier verschiedene Chemikalien sind erforderlich, um fortzufahren. Vier. Alter, wieso ruckelt denn das so? Okay, wenn wir erst schon mal ein bisschen umschauen. Mir egal, werden wir wahrscheinlich nichts finden, weil das war doch zu einfach. Da ist sogar was drin, ich glaube ich spinne Zunderbüchse, sehr schön. Da haben wir doch schon das erste, oder? Ach, Chemietopf, okay. Oh, so viel zum viel lesen. Das ist mein erster Versuch, künstliches Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zink, Erz und Orpiment muss hinzugefügt werden. Und Cuprit bindet sich gut. Brauchen wir wahrscheinlich alles. Das sind jetzt die Zutaten oder was. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass sie eine gleichmäßigere Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden. Außer vielleicht als Reinigungsmittel. Naja, Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung. Aha, und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Okay, vielleicht kann ich das Rezept verwenden. Aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Also der wollte eigentlich so Lebensessenz machen, aber hat uns dann einen Tipp geben, wenn wir das organische Gewebe da wegkriegen. Was geht denn da ab mit den Typen? Stuhl weg. Jetzt die ist da unten. Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denke und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie. Sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Das hat er jetzt durch den Ding da gelesen, oder was? Tatsächlich.
Oh. Zack. Okay. Buch kann ich nichts damit anfangen. Also, was haben wir da jetzt? Wir haben einen Topf, der Mixturen aller Art enthält. Ah! Es schaut da schon mal gut aus, oder? Okay, wir sind immer nur allein, das passt. Na, stellen wir den Topf doch einmal. Ach, wie mache ich denn das jetzt? Ah, na, den haben wir da am Schluss hier, oder? Ach so, den hat er jetzt automatisch da hingestellt, okay. Dann mache ich da dann noch ein bisschen Licht. Okay. Ja, aber ich glaube, da sind wir schon am Ende. Nein. Was ist das nur? Zunderbüchse, Zunderbüchse. Das kann ich nicht aufmachen, das auch nicht. F war die Lampe, oder? F, genau. Okay. Und da eigentlich genügend Öl. Eigentlich einmal fuller machen. So. Okay. Eigentlich genügend jetzt. Aber da hier unten komme ich jetzt nicht mehr weiter. Also da reicht mal 4 Chemikalien. Da mache ich mir dann einmal so umschau, irgendwie was finder da hat. Eingangshalle wieder. Die anderen Kinder trieben ihn an. Er hörte, wie sein Name gerufen und er aufgefordert wurde, es zu tun. Ah. Ja, toll. Durch das... Ah, ich... Das hätte eigentlich nur geschafft. Egal. Alter. Weinkoller. Den haben wir auch noch hier. Alter, ich hab voll die Gänsehaut, ey. Es ist so übel. Die Tür ist verschlossen und lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. J. Okay, Labor, das machen wir gerade noch. Finde den Schlüssel zum Weinkeller. Ja, keine Ahnung, wo der wieder ist. Ja, dann mache ich mal Affe, oder? Schauen wir doch mal oben. Okay, da ist verschlossen. Wir schalten da ständig um eine Nahne, ey. Ah, da habe ich was gefunden. Zunderbüchse. Okay, da ist die Treppe kaputt. Lol, was war jetzt das? Ah, lol, das Spinnweben. Das schaut einmal richtig gut aus. Das ist gut gemacht, ja. Okay, erstmal da entlang. Archiv. Hm. Ja, das lese ich jetzt nicht viel, weil da bin ich jetzt langsam dafür. Lesen kann ich nicht. Oder schlecht. Okay, das hätte jetzt doch geschafft, aber jetzt hat... Er fiel auf den Küchenboden. Tränen liegen über ihn. Das... Ach, das ist geil. Ah! Haben wir mal eine schöne Wohnung, oder was? Ah, da haben wir noch einen Zettel. Den machen wir nur in der Folge. Wenn ich hier komme, ja. May 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening,
we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay, wir sind echt in London, oder was? Ja, sehr schön. Schauen wir sie da dann noch um. Okay, wieder alles leer wahrscheinlich, ja. Okay. Da ist auch nichts drin. Oh, was ist denn das? Statue, oder was? Ja. Bam. Es war halt eigentlich wieder zeitig. Machen wir da dann nur so. Okay, und dann speichere ich da und sag bis zum nächsten Mal. Ciao!